Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch Lausitz. Wir stellen Ihnen heute Emmy vor. Genau. Emmy ist ganz, ganz agil. Also Sie müssen fit sein, einfach für diesen Hund. Wenn Sie Emmy kennenlernen wollen, dann kommen Sie her. Wenn Sie fit sind, agil. Hallo Annette, erzähl uns doch etwas über Emmy. Warum ist sie so agil? Ja, Emmy ist eine reinrassige Jagdterrierhündin, jetzt circa 7 Jahre alt. Sie wurde abgegeben, weil die Leute einfach mit diesen Jagdterrier-Eigenschaften im Endeffekt überfordert waren. Sie hatten sich diesen Hund angeschafft als Hofhund sozusagen und haben nichts mit ihr gemacht. Und das ist natürlich für einen Jagdterrier, der auch noch aus einer jagdlichen Linie kommt, natürlich das Schlimmste, was man machen kann, ne? Weil diese Hunde müssen einfach beschäftigt werden. Aber man muss sich doch vorher erkundigen. Es gibt doch Internet, es gibt euch, wo man anrufen kann, bevor man sich ein Tier aussucht. Genau, ja. Ne? Also wie die zu diesem Hund genau gekommen sind, wissen wir ja nicht. Ne? Auf jeden Fall, die Emmy war dann dort da und fing natürlich an, dann auch ein bisschen Blödsinn zu machen. Ne? Weil die fing dann an, halt den Leuten in die Arme zu knapsen aus Langeweile, ne? Weil es hat sich ja niemand mit ihr richtig beschäftigt. Ne? Keiner ist mit ihr spazieren gegangen, keiner hat mit ihr gespielt. Ne? Und sie war dann halt immer nur noch im Zwinger und auf dem Hof im Prinzip ausgesperrt von der Familie. Und für sie war es gut, dass sie bei uns abgegeben wurde, obwohl sie natürlich hier im Tierheim auch sehr unglücklich ist. Ne? Weil dieser Hund, der will einfach rennen, der will machen, der will mit seinen Leuten was unternehmen, Fahrrad fahren, joggen, zum Agility, was für einen Kopf was tun. Ne? Ich sag mal, das ist eigentlich ein Hund, den könnte man wahrscheinlich noch zum Suchhund ausbilden. Ne? Also, weil das sind nun mal eben einfach Arbeitstiere, die nach der Nase eben auch ganz viel gehen. Ne? Und die einfach eben auch beschäftigt werden wollen. Ne? Und so ist die Emmy echt eine super liebe Hündin. Also sie ist zu jedem freundlich und nett und aufgeschlossen, also geht zu jedem hin. Ne? Ist eben sehr quirlig und ich denke, die Leute sollten auf jeden Fall Haus und Grundstück besitzen, die Emmy nehmen. Sie hat auch bisher nur draußen gelebt, also kennt natürlich auch das Schlafen in der Hütte. Ne? Wäre natürlich für den Hund auch toll, wenn er mit drinnen, wenn er mit rein dürfte, ne? Bei seiner Familie mitleben. Andere Tiere sollten nicht vorhanden sein. Okay. Also Jagdtrieb ist schon gesteigert. Ich meine, es ist ein Jagdhund. Ja. Ne? Und das muss man eben einfach auch wissen. Sie kann eben nicht in einen Haushalt, wo Katzen sind. Ne? Das geht nicht. Da kommt der Terrier durch. Ja. Und ansonsten sollten schon auch ein bisschen hunderfahrene Leute sein. Das ist kein Anfängerhund. Und eben eine Familie, die wirklich mit dem Hund was machen. Ne? Also wo der Hund nicht einfach nur da ist und ein Mitläufer, sondern die auch wirklich Lust haben, mit dem kleinen Drahtbein hier Sport zu machen, die auf Wanderung mitzunehmen, mit in Urlaub und Fahrradtouren und allen drum und dran. Die richtige Größe hat sie ja. Es ist total praktisch von der Größe, genau, weil die ja wirklich, die kann man ja auch im Auto super mitnehmen und ist auch vom Laufen her, dass er am Rad super mitlaufen kann. Ne? Also ich denke mal, da werden wir doch bestimmt jemanden finden, der so eine kleine Terrine bei sich aufnehmen möchte. Tja, liebe Zuschauer, das ist es ja. Wenn Sie sich ein Tier anschaffen wollen, dann kommen Sie einfach her, fragen Sie die Mitarbeiter hier im Tierschutzjäger Dorf Großdöppern. Sie werden da sehr gut beraten. Was passt eigentlich zu Ihnen? Ist es doch eher eine Katze oder ein Hund? Das bei den Hunden eben auch welcher Hund. Ne? Nicht jeder Hund passt zu jedem, weil man hat ja auch so seine, was man eben machen möchte mit dem Tier. Und ich sag mal, sie ist eben nichts für ein älteres Ehepaar, die nur noch kleine Runden um den Block gehen wollen. Ne? Da werden beide Seiten unglücklich werden miteinander. Ne? Und da achten wir schon drauf, dass das passt. Genau, deswegen, liebe Zuschauer, kommen Sie her. Es gibt hier ganz viele Hunde, die ein neues Zuhause suchen. Es wird bestimmt ein passender gefunden. Da bin ich mir ganz, ganz doll sicher. So, aber jetzt bist du erstmal dran. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Ramona Engelmann.